Also das CPR, als ich das erste Mal gesehen habe, das war irre. Im ersten Moment dachte ich mir, oh, mit dem Arm? Aber da wird sich schon einer was überlegt haben. Und dann habe ich mir einfach überlegt, wie könnte man das denn wirklich auch in deine tägliche Arbeit implementieren. Und beim CPR ist mir einfach aufgefallen, dass man gerade im Herzkatheterlabor, wenn man ein Herzkranzgefäß wieder eröffnen möchte oder auch nur untersuchen möchte, man weiß ja nie, was auf einen zukommt letztendlich, bis man reingeschaut hat, ist einfach die Freiheit der Bewegung, die du mit deiner Angiomaschine hast. Mit unserem Gerät, das nur diesen einen Arm von der Seite reinführt, hast du von allen anderen Seiten einfach eine ziemlich freie Bewegungsspanne. Es bleibt uns mehr Freiheit als mit anderen Geräten. Also auch die Idee, die dahinter steckt, ist einfach, den Leuten Equipment an die Hand zu geben, mit dem sie bestmöglich arbeiten können. Als Punkt, die Dreiteilbarkeit des Corpuls 3 ist einfach eine fantastische Möglichkeit, in Ruhe und entspannt zu arbeiten. Und so hast du eben die Modularität. Du kannst dein Patientenmodul zwischen die Beine stellen. Du kannst dein Defi irgendwo separat abstellen. Du hast deinen Monitor hast du in der Hand. Das ist eine tolle Geschichte, wenn die Leute mit ganz großen Augen dastehen und sagen, wow, das Gerät ist fantastisch. Und wenn dir dann alteingesessene Notärzte oder Rettungsassistenten, Notfallsanitäterinnen, wie auch immer, dir einfach sagen, wow, das ist ein fantastisches Gerät, das wollen wir auch haben. Ein größeres Kompliment, glaube ich, kann man uns nicht machen. Als dass man diese Leidenschaft, die, glaube ich, jeder, der bei Corpuls mitarbeitet, in sich trägt. Für unsere Geräte, für die Firma, für das Ganze, was dahinter steckt. Dafür arbeiten wir alle und das jeden Tag mit viel Leidenschaft und Freude.